Ein Laserpointer sendet Photonen aus, eine Energie von 2,30 Elektronenvolt ist gegeben und eine Leistung. Die wollen zuerst die Farbe des Lichts wissen und dann schaue ich hier nach. Diese 2,3 Elektronenvolt, hier ist das Elektronenvolt, 2,30 ist hier. Also, da ist die Farbe grün. A, Antwort grün. Fertig, abgelesen. Dann B. Rechne die Photonenergie in Joule um. Wenn dann nicht stehen würde, rechne, dann könnte ich es einfach ablesen. Weil hier oben sind die Joule, also hätte ich hier 3,69 mal 10 hoch minus 19 Joule, aber es steht da rechne. Und deswegen muss ich bei der B rechnen. Also die Energie ist 2,30 Elektronenvolt. Die Zahl, die 2,30, die muss ich multiplizieren mit 1,6 mal 10 hoch minus 19 und dann bekomme ich Joule raus. Und dann habe ich die Energie von, da kommen auch wirklich diese 3,69, aber dann mal 10 hoch minus 19 Joule kommen raus. Und also immer wenn man von Elektronenvolt auf Joule umrechnet, braucht man diesen Faktor und dieser Faktor ist normalerweise gegeben, den lernt man nicht auswendig. Das ist die Ladung eines Elektrons. Die ist eben 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb oder Ampere-Sekunde. Diese Zahl ist irgendwo in der Angabe beim Test gegeben und die setzt man da ein und fertig. Gut, weiter geht's. Die wollen jetzt, hier sind wir, ermittle die Anzahl der Photonen pro Sekunde. Na, und jetzt machen wir es so ein bisschen sauber. Jetzt schauen wir, was ist gegeben, was ist gesucht. Also, gegeben war ja die Leistung und das ist ein P und das waren 1,0 Milliwatt und jetzt gleich umrechnen in ordentliche Einheiten. Das ist 10 hoch minus 3 Watt, also ein Tausendstel Watt. Dann ist gegeben diese eine Sekunde, also T gleich 1,0 Sekunden ungefähr. Und dann ist gegeben E von einem Photon. Ja, das ist nur ein Photon. Photon. Das waren diese 3,69. 3,69 mal 10 hoch minus 19 Joule. Gut, und gesucht ist jetzt so eine Zahl. Zahl, Fragezeichen. Meistens gibt man so Zahlen mit N an. N für natürliche Zahl. 17, 18, 19. Wie viele Photonen sind es denn? Und wir suchen jetzt mal nicht die Energie eines Photons, sondern E, ja, von dem Laserpointer. Laserpointer in einer Sekunde. Und wichtig ist, da gibt es eine Formel, die Leistung ist die Arbeit pro Zeit und Arbeit und Energie sind ja äquivalent, also kann man beides verwenden. Also diese Formel, wenn ich benutze, dann habe ich ja gegeben, also die Leistung und die Zeit. Und dann kann ich jetzt die Arbeit, die von dem Laserpointer verrichtet wird, in Joule ausrechnen. Und diese Arbeit entspricht dann der Energie, die der Laserpointer in einer Sekunde rausbläst. Also nicht die Energie von einem Photon, das ist was anderes, sondern Energie, die insgesamt von 17, 18, 19, keine Ahnung, wie viele Photonen rausgegeben werden. Also Strategie ist, ich habe Leistung gegeben, Zeit gegeben, und dann nehme ich die Formel und löse auf. Also los geht's. Bisschen hier so ein bisschen wegmachen und dann hier mal T machen. Dann habe ich hier die Arbeit, ist die Leistung mal die Zeit. Also das ist jetzt hier die 1,0 mal 10 hoch minus 3 Watt mal der einen Sekunde und dann habe ich hier eben ein Tausendstel Joule. Ne? 1,0 mal 10 hoch minus 3 Joule. Also das ist die Arbeit, die das Ding verrichtet, entspricht dann der Energie. Und ein Photon schreibe ich jetzt hier, damit wir nicht durcheinander haben, Energie. So. Energie alles. Ja? Energie Laser. Laser. Und die Energie von einem Photon, ja, die war dieses 3,69 mal 10 hoch minus 19 Joule. Also insgesamt brauche ich so viele Joule und ein Photon hat diese Joule. Naja, das ist jetzt ein bisschen komplizierte Aufgaben, aber angenommen, wir bräuchten insgesamt 100 Joule und ein Photon hätte 2 Joule, dann würden wir halt 100 dividiert durch 2 machen, kämen 50 raus. Und dann wüssten wir bräuchten 50 Photonen, damit diese 2 Joule-Photonen 100 Joule ergeben. Sind es aber nicht, sondern sind diese komplizierten Zahlen, aber diese Division ist die gleiche. Ich mache jetzt einfach, also n ist gleich die 1,0 mal 10 hoch minus 3 Joule durch die 3,69 mal 10 hoch minus 19 Joule. Also
wie viel brauche ich, was hat ein Photon, und die Joule kürzen sich, eine Zahl kommt raus und die ist groß. Also nicht 17 oder 18, sondern da kommt raus 2,7 mal 10 hoch 15. 2,7 mal 10 hoch 15. Das ist so die Zahl der Photonen. Also 10 hoch 6 wäre eine Million, 10 hoch 9 wäre eine Milliarde und bei 10 hoch 15 hört es alles auf. Es sind einfach viele, viele, viele Photonen in einer Sekunde. Genau, und das war die Aufgabe.